Besser ausgerüstet sein ist besser ausgerüstet. So, jetzt können wir unsere Alchemisten noch einmal durchlaufen lassen. Mit dreimal Medizin. Können wir mal ganz kurz den Markt angucken. Was haben wir hier alles? Ich glaube, ich möchte erstmal den Dolch da verkaufen. Den Raufball, der interessiert mich nämlich auch nicht. Das Ding behalte ich. Das habe ich jetzt gekauft, das behalte ich. So, damit haben wir den Kram schon mal verkauft. Dann gehen wir mal. Wo sind eigentlich unsere Ziele? Da, da und da. Wow. Das ist das nächste Ziel. Was haben wir, können wir noch erlernen? Hangbogen, Eisendurch, Eisenspeer, Eisenschlange, Streichäule, Eisenaxt, Eisenfachon, Eiserne Zweihandhammer, Zweihandaxt, Großfachon. Na komm. War ich Blödsinn, weil ich habe nicht genügend Materialien. Aber besser als nichts ist zu können. So, hier irgendwo müsste dann unser Ziel rumrennen. Da hinten rennt es. Da rennt es. Das da ist noch ein Subziel. Vergandar, der Eidbrecher Unteroffizier. Ah nein, ihr seid tatsächlich die Richtigen. Ruhig möchte ich dekapitalisieren oder so ähnlich. Um einen Kopf kürzer machen. Du bist der Erste, der dran ist. Du bist ein Scherge. Der Zweite, der dran ist, bist du. Wie viel Rüstung hast du? 12, 12. Ich versuch's mit meinen Bogenschützen. Danach kommst du dran. Danach du da drunter. Zack. So. Du bewegst dich darüber. Das war zu weit. Du bewegst dich nochmal kurz dahin. Schade, ich kriege dich ganz tot. Oh doch, ich kriege dich tot. Bewegst du dich dahin und wir machen einen überlappenden Radius. Nein. Unter den Bedingungen rennst du hier rüber. Und bleibst da stehen, weil ich hoffe eigentlich, dass die da oben rumrennen. Also zumindest die beiden. Anders, dann läufst du mal hier hin. Und bringst den fast um. Danach bist du dran, das dachte ich mir schon. Du kommst nicht ran, das ist sehr gut. Ich muss einen Schritt zur Seite gehen. So, Verdammt, das hätte ich vorher machen sollen. Du rennst in die falsche Richtung. Meine ganze Tapferkeit ist umsonst verwendet. Ich will, dass du da durchrennst. Schlimmer sein.
Den hätte ich ausschalten müssen. Ich gebe ihm zumindest noch eine mit. Dunk, au. Das kostet wieder Rüstungsreparatur. Das ist doof. Du bist als nächstes dran, okay. Ich glaube nicht, dass ich da irgendjemanden hinkriege. Dann kann ich zumindest dich umbringen. Man kriegt dafür einen Tapferkeitspunkt. Okay, visier ruhig an. Visier ruhig an. Da stehe ich mir selber im Weg. Ja, komm. Dann hau ein ab. Eine beschädigte Axt, ein bisschen Geld, ein bisschen ein Beckenhaube des Unteroffiziers. Kann ihn niemand anziehen. Stabilität 1 vom Talschutz gibt das. Ist schlechter als das Ding, was ich gerade auf dem Kopf habe. Aber gibt halt kritischen Treffer. Was macht die Stabilität 1? Solange die Fähigkeit unterstützt ist, ist sie immun gegen Blutung, Verbrennen und Gift. Auch sehr schön. Da bin ich fast geneigt, den anzuziehen anstelle der... das recht guten Helm, den ich da habe. Hallo, wo rennst du eigentlich hin? Welche Taste habe ich jetzt aus Versehen gedrückt? Ah, da rennst du hin. Die beschädigte Axt. Nein, die ist nicht so gut. Du hast Stärke plus 5, Stärke plus 2, nein. Jetzt wollen wir nochmal gucken, da drüben rennen nämlich noch welche um. Die wollen wir doch nicht einfach entkommen lassen. Deserteure, Schergen und Plünderer. So, bin mal auf. Alles klar, King, dann danke dir fürs Vorbeischauen, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schlafe gut. So, welche sind zuerst dran? Du bist dran. Ihr beiden seid als erstes dran. Du kannst ablenken. Ich habe nicht genügend Dings, deswegen kann ich keine Schussbahnen machen. So. Dann schießen wir erstmal auf die hier. Das ist nämlich der dritte, der dran ist. Dachte ich mir nämlich schon, dass er auch auf den geht. Deswegen habe ich den genommen, der gut gepanzert mit Schild rumsteht. Und du darfst jetzt hier rüberlaufen. Und den bitte komplett umlegen. Leider ist der dann trotzdem noch dran, aber da kann ich jetzt nichts gegen tun. Ah, ich bin nochmal dran. Sehr fein. So, einmal umhauen. Zweimal umhauen. Ich kann doch was dagegen tun. So, danach kommst du da dran. Bevor du dir ein Ziel aussuchst.
ist das hier das Ziel. Ach, du visierst nur an, das ist nice. Der hier bräuchte jetzt eigentlich einen Rundum-Ding, aber was er nicht hat, hat er nicht. Du hast zumindest ein Schild. So, du bist der Nächste, der dran ist. Dann verhindern wir das. Mit einer klassischen Zwischensequenz. Ich bewege mal nur bis da. Weil dann stehst du keinen Bogenschützen im Weg. So. Du kannst getötet werden. Das gibt wieder einen Punkt. Nein. Diesmal nicht. Es sind zwei Gegner. Die können noch Sachen dabei haben. Klar haben die mir jetzt wieder was kaputt gemacht, aber es sind zwei Gegner, die können noch Sachen dabei haben. Weiter kommst du nicht. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du nicht durch das Gift legst, rennst, was du selber gelegt hast. So, du rennst jetzt einfach mal auf die andere Seite. Und das Anvisieren total blödsinnig ist. Aber ich hätte dich auch einfach umliegen können. Wäre es noch blödsinniger gewesen. Die machen wir noch eine rein. Und die machen wir eine rein. Ich hätte dich mit dem Bogenschützen töten sollen. Dann hätte ich noch eine Tapferkeit bekommen. Wir haben einen großen Hammer bekommen, der ist nicht so gut. Und wir haben eine mittlere Rüstung. Die ist anscheinend auch nicht so gut. Das heißt, wir können jetzt nochmal zurück ins Dorf. Na komm, ich sag zurück ins Dorf. Im Dorf können wir das eine Kopfgeld schon mal abgeben und dann rennen wir in den Süden und holen das restliche Kopfgeld. Schön wäre es, wenn er auch ein bisschen Pathfinding machen würde, wie zum Beispiel den schnellsten Weg nehmen oder so. Und nicht einfach gerade durch, aber auf der anderen Seite wäre es genau wieder blöd, wenn wir da... So. Haben wir denn jetzt noch irgendwas, was wir so machen können? Nächster Auftrag in 16 Stunden, okay. Du hast keine Informationen. Okay. Du bist eine Hammerschwingerin, dafür hätten wir zumindest eine Waffe. Will ich nochmal übernachten? Ja, komm. Ich glaube, ich übernachte nochmal. So, zack. Feel free to come back often. Wir sind gut ausgeruht, das ist doch schon mal fein. Dann gehen wir. Unser nächstes Ziel ist hier. Wir können auch die Karte drehen. Ich sagte, wir können die Karte drehen. Dann sehen wir die Richtung, in die wir laufen. Yay! Ihr seid, glaube ich, Flüchtlinge und ihr seid Händler, ja. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie wir da hinten am besten hinkommen. Das ist nämlich irgendwo oben. Hier oben hoch ging es, glaube ich, nicht. Aber wenn ich hier hoch renne, das müsste eigentlich funktionieren. Und weil ich gerade getrunken habe. Stay hydrated. Trink genug bei dem Wetter. So, Blümchen.
sind schon 23 Tage und 22 Stunden hier unterwegs. Ist halt die Frage, was das bedeutet. Okay. Ihr seid mein Kopfgeld, Ganovenwilderer und Eier gratis. Aggression des Anführers. Okay. Ihr steht alle da hinten rum. Du kommst als erstes, du kommst danach. Ihr seid verteilt. Du darfst gerne komplett ins Leere laufen. Habe ich keinen Stress mit. Kommst danach. Das heißt, du kriegst einfach zwei Schüsse ab und bist dann hoffentlich tot. Mal was. Danach kommt der Halsabschneider da hinten. Ach, du bist ein Bogenschütze. Du brauchst gar nicht lang laufen. Ach, Mist. Du kommst nicht ran. Du kommst da nicht ran. So, du bleibst mal ablenken. Der Nachteil ist, wenn er ihn jetzt angreifen würde, wären die beiden im Kampf und nicht er. Nein! Renn halt woanders hin. Why? Dann bist du da unten der Typ, der als nächstes dran ist. Und ich versuche das zu verhindern. Erfolgreich. Das mit meinem crappy Rostschwert. Den anderen da unten komme ich leider nicht ran, also beschäftigen wir den Bogenschützen. Mit Sterben. Vergiftete Waffe und ein Bogenschütze. Wäre so egal, ob ich weggelaufen wäre oder nicht, hätte ich mal hingucken können. Das tat weh. Den Tapferkeitspunkt. Mit dem Falschen. Ach, den Schaden hätte ich mir ersparen können, aber egal. Du bist echt flink. Nein. Bewegen wollte ich bewegen. Drum anspornen. Ich kann den leider nicht K.O. schlagen. Also muss ich ihn umbringen. Ich meine, er ist K.O. Er ist K.O. Er schläft nur, er schläft nur. So, Dietrich. Ah, noch eine Haube des Rädelsführers. Ein bisschen Geld. Und ein paar Leichen. Ich habe aber nicht genügend Reparaturzeug.